Willkommen zu der ersten Folge des Seed-Sonntags. Heute haben wir einen sehr speziellen Seed dabei und ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Hier ist der Seed, wenn ihr ihn haben wollt. Ich packe ihn euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Wir laden erstmal direkt die Welt und schauen uns an, was denn hier los ist. So, die erste Sache, die wir sehen werden, ist vermutlich erstmal dieser Berg, weil das ist der Spawnpunkt. Hier haben wir Blätter, das ist übrigens ein Texture-Pack, das sollte ich kurz rausnehmen. So, hier haben wir ein paar Bäume und ein Villager-Dorf natürlich direkt am Spawn, denn ja, Villager-Dörfer am Spawn sind natürlich immer sehr praktisch. Sagen wir, gehen mal kurz in Game Mode Creative und fliegen da mal kurz rüber, schauen uns mal an, was wir hier denn für tolle Items haben. Die werden zwar jedes Mal random generiert, sobald wir die Chest öffnen, aber ja, wie ihr seht, es ist ein Village. Und es ist nicht irgendein Village, sondern ein Village, das mitten durch eine Schlucht durchgeht. Das ist schon mal, also, normalerweise sollte halt eine Weltgeneration nicht so funktionieren. Schon gar nicht, dass hier unten dann die Blöcke landen. Das ist halt einfach komplett schief gelaufen. Ich habe das, um ehrlich zu sein, noch nie wirklich so gesehen. Das Villager-Dorf ist außerdem auch ziemlich, ziemlich groß. Also, ich weiß ja nicht, aber das ist, glaube ich, ist das eine normale Größe für ein Villager-Dorf? Ich weiß es nicht. Außerdem gibt es hier einen Pfad, der einfach nirgendwo hinführt. Also das Villager-Dorf ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, fragwürdig. Es gibt hier Pfade, die irgendwie ins Nirgendwo hinführen. Es geht mitten durch eine Schlucht und teilweise werden Wege drüber generiert und teilweise werden sie aber dort unten generiert. Das ist sehr, sehr komisch gelaufen mit der Weltengeneration. Hier haben wir nochmal komplett abgelegenen Haus. Es ist halt alles sehr merkwürdig. Aber dieses Villager-Dorf ist, also ich sag Villager-Dorf, bitte wundert euch nicht. Ich weiß, man könnte entweder auch einfach Dorf sagen oder Village, aber gut, ist ein bisschen doppelt. Aber naja, gut, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ist einfach so. Und der Villager wird hier niemals rauskommen. Ihr werdet alle nie wieder hier rauskommen. Es tut mir leid für euch. Wobei doch, wahrscheinlich schon. Nee, die werden hier alle nie wieder rauskommen. Was ist außerdem hier passiert? Naja, gut, aber wahrscheinlich, was der eigentliche Grund ist, warum ich hier eingeschaltet habe, worum es ja auch im Titel schon ging, ist ja nicht dieses Villager-Dorf, sondern etwas ganz anderes, was wir in der Nähe haben, nämlich fliegen wir einmal, oder beziehungsweise ihr würdet laufen vom Villager-Dorf aus. Ihr könnt euch vielleicht an diesem komischen Baum hier orientieren. Könnt ihr hier langlaufen, la 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 la, ganz schön, alles schön und toll, denkt ihr euch. Und ja, landen wir hier. Es gibt sehr viele Blumen hier. Es ist eine schöne Blumenwiese. Man kennt es eigentlich auch. Aber sobald wir uns dann runtergraben hier mal ein Stückchen, landen wir bei einem Mineshaft. Also einem Minenschacht. Und dieser Minenschacht ist unendlich lang. Ich kann euch das kurz im Game Mode 3 zeigen. Game Mode Spectator. Ihr seht es. Dort hinten geht es immer noch weiter. Der ist unendlich lang, der wiederholt sich andauernd. Also wenn ich jetzt andauernd hier, ich kann ja jetzt mal hier, glaube ich, das gut demonstrieren, indem ich, das war die falsche Richtung. Okay, gut, das war's komplett. Wir fliegen einfach mal in die eine Richtung hier. Hier haben wir den einen. Ihr seht schon, es geht, der ist schon ziemlich groß. Aber naja, wir fliegen jetzt mal hier lang weiter. Und dann sehen wir schon. Auf einmal haben wir hier den nächsten Minenschacht. Was sind das? Einfach von da, hier rüber, direkt der nächste Minenschacht. Und zwar ist es wieder so ein riesiger Minenschacht, der also wirklich viel zu groß geraten ist für einen Minenschacht. Und das ist ziemlich krass. Es scheint etwas mit der Weltengeneration hier ordentlich schief gelaufen zu sein. Und hier liegen übrigens auch Diamanten einfach frei rum. Und es ist sehr interessant zu sehen. Und wenn wir nämlich hier auch nochmal weiterfliegen, dann sehen wir, wir haben hier den nächsten Minenschacht. Und wenn wir jetzt einmal durchfliegen, dann werden wir andauernd wieder auf Minenschächte stoßen, wenn wir die richtige Richtung gewählt haben. Theoretisch hat diese Welt nämlich unendlich Minenschächte, die aufeinander folgen. Da haben wir den nächsten. Was ziemlich lustig eigentlich ist und auch irgendwie sehr weird,
ist und irgendwie zeigt, dass an der Weltengeneration noch ordentlich gearbeitet wird, gearbeitet werden muss. Ich meine, es werden jetzt neue Mobs hinzugefügt, neue Höhlen, neue, also ihr kennt das Cave-Update wahrscheinlich schon. Wenn nicht, kann ich euch hier oben mal kurz eine Infokarte geben, dass das 1.17-Update wird das Cave-Update, Leute. Und es ist interessant, das geht hier bis zum Bedrock. Und da soll sich ja schon einiges ändern, aber solche weirden Sachen, also es wiederholt sich halt andauernd. Wir können hier andauernd wieder langfliegen und werden irgendwann safe wieder auf den nächsten Minenschacht stoßen. Also, gut, das war jetzt wahrscheinlich wieder die falsche Richtung, aber wir werden andauernd, wir werden andauernd wieder auf Minenschächte stoßen. Und auch immer so auf so riesige, wenn wir uns das angucken. Ja, bisschen große Minenschacht so. Und was ist hier mit der Raumgeneration passiert, wenn ich fragen darf? Also die sind ein bisschen, ist es normal, dass die so groß sind? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber so wie ihr seht, ist es schon sehr, sehr merkwürdig. Und wir haben gerade aus Zufall ein neues Villager-Dorf gefunden sogar. Lol. Aber was ich mich eigentlich nun eher frage ist, passiert das auch mit Villager-Dörfern? Wenn ich mich jetzt kille und wieder zurück zum Spawn gehe und ich hier ein Villager-Dorf habe, kann ich dann hier durchfliegen und es generiert sich einfach noch ein Villager-Dorf? Ja, tatsächlich. Das kann nicht sein. Also wir haben das gleiche mit Villager-Dörfern. Das ist wirklich interessant. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiterfliege, stoße ich wieder aufs nächste. Oder war das gerade nur Zufall, dass die nebeneinander... Dann stößt man wieder aufs nächste. Und wenn wir hier weiterfliegen, werden wir wahrscheinlich wieder aufs nächste Villager-Dorf stoßen. Wir schauen mal. Das Ding ist, ich komme nicht so gut mit den Richtungen klar, wie man es vielleicht schon gemerkt hat. Ich denke, das ist etwas, womit ich mit der Zeit dieses Formates dran arbeiten muss. Dass ich ein bisschen mit den Richtungen klarkomme. Denn nun haben wir uns absolut verlaufen. Wir gehen uns einfach mal kurz und ich gucke nochmal, ob das wirklich jetzt unendlich ist. Ja, es ist tatsächlich. Also wir haben das nächste Mal noch ein Villager-Dorf. Also das ist schon ziemlich eindeutig, dass wir hier andauernd Villager-Dörfer haben. Und ich musste meine Sichtweite so hochstellen, damit ich das überhaupt sehe. Aber es generiert sich eh viel zu langsam, weil, I don't know. Ich glaube, ich habe Minecraft zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen, eventuell. Zerbleckt jetzt auch ein bisschen, wenn ich meine Höhe auf 64 stelle. Und da haben wir das nächste. Also ich glaube, wir haben einen eindeutigen Beweis. In dieser Welt gibt es auch noch unendlich Villager-Dörfer. Was natürlich dann ziemlich Spaß machen könnte, im Survival zu spielen, weil ich meine, ihr habt einfach unendlich Villager-Dörfer, ihr habt unendlich alles, ihr habt unendlich jede Sache, die irgendwie generiert wird, nehme ich an. Das bedeutet prinzipiell, also ihr habt einfach alles. Ihr habt unendlich Ressourcen, ihr könnt so viel traden, wie ihr wollt. Es wird euch nie interessieren müssen, dass Villager sterben, weil ich meine, ihr müsst einfach ein bisschen schräg laufen und dann kriegt ihr das nächste Villager-Dorf. Was ziemlich lustig eigentlich ist und ziemlich cool. Natürlich ist das ein Bug mit der Weltengeneration, aber diesen Seed könnt ihr ganz normal nachvollziehen. Auf der Java Edition, ich mache dieses Format hier in der Java Edition, nicht in der Bedrock Edition, ich besitze ja beide Editions, mache auch auf beiden Editions Videos, aber meistens ja eher auf der Java Edition, dementsprechend dachte ich mir, ich mache den Seed Sonntag auch auf der Java Edition und ja. Lass uns mal gucken, ob sowas auch mit einem Stronghold geht. Wir schauen uns mal kurz die Koordinaten an. Hier sollte ein Stronghold sein. Wir gehen mal in den Game Mode Spectator. Genau, tatsächlich haben wir hier einen. Das bedeutet jetzt ja, wenn ich wieder in... Ich muss die richtige Richtung finden, aber vermutlich wieder hier so mäßig, so schräg. Werde ich den nächsten Stronghold finden. Wir haben ja auf jeden Fall. Seht ihr das, Leute? Hier hat sich eine gesamte Höhle nochmal andauernd wieder generiert.
hat sich die, ist es bei der, wartet mal, ist nicht nur, das ist, ach nee, wegen dem Main, nee, das ist unabhängig von dem, der geht hier einfach einmal durch. Das ist interessant, das ist wirklich, also die Welt ist auf jeden Fall cool. Ich würde im Survival spielen. Ich würde jetzt vielleicht eher aus Joke spielen, nicht wirklich, um meine Survival-Welt damit vielleicht zu starten, aber trotzdem, und wir gucken mal, ob wir hier, wir haben, also hier scheint tatsächlich, bei einem Stronghold scheint es tatsächlich nicht so zu sein, und das ist auch schon wieder sehr komisch. Eine random Höhle generiert sich andauernd wieder. Eine, wie heißt es? Ein Villager-Dorf, ein Minenschacht, aber kein Stronghold. Obwohl ein Stronghold eine Structure, also ein Dings ist, ein Structure ist sozusagen ein ach, mir fällt es gerade nicht ein. Das Wort, egal, ist halt eine von Minecraft generierte Struktur ist. Wo ist dort genau die Logik? Das ist, frage ich mich tatsächlich. Es gibt aber natürlich auch einige Regeln, wie oft wahrscheinlich Strongholds spawnen können, in welcher Entfernung. Dementsprechend wird es auch wieder Sinn machen, dass hier keine Strongholds sind, aber wenn wir eventuell mal weiter hier schräg fliegen, ein bisschen schneller auch. Also das ist natürlich nicht erreichbar. Ich meine, ich bewege mich hier sehr schnell gerade. Könnte es doch sein, dass... Nee, okay. Bei Stronghold scheint es tatsächlich nicht zu sein. Das ist... Es ist merkwürdig, Leute. Einigen wir uns darauf, dass die Welt einfach merkwürdig ist. Und das Ding habe ich jetzt auch schon 5-mal gesehen. Schaut es euch an. Hier, da. Da seht ihr es. 1:1. Die... Und die Welt ist funny, die Welt ist eigentlich cool. Hier haben wir das gleiche nochmal mit dem andauernd den gleichen Teich. Und auch andauernd den gleichen Baum. Das fällt einem erst auf, wenn man das von oben sich anschaut. Es ist lustig, Leute. Es ist ein lustiger Bug mit der Weltgeneration. Und ziemlich cool und interessant. Und man fragt sich, wie sowas passiert. Und es gibt wohl ganz viele Seeds, die sowas haben. Es wird definitiv mehr als nur diesen einen geben, denn es gibt so viele Seeds, ich weiß gar nicht, wie viele Seeds es gibt. Ich glaube, es gibt mehrere Milliarden Seeds auf der Java Edition und es ist nicht besonders unwahrscheinlich, dass es diesen Seed haargenau so oder auch in anderer Art generiert genauso gibt. Genauso ist es zum Beispiel auch nicht auszuschließen, dass es bei Minecraft Title Screen mehrere Seeds gibt, die dort genau gleich aussehen. Ihr erinnert euch eventuell an den Minecraft Title Screen Seed, der gefunden wurde. Es ist eventuell möglich, dass es noch ein paar andere Seeds gibt, die nahezu den gleichen Spawn haben und ähnliche Umgebung, aber leichte Unterschiede. Dementsprechend kann man das auch nicht ganz genau bestimmen bei beim Title Screen. Und genauso würde es wahrscheinlich hier sein. Es wird mehrere Seeds geben, die genau das gleiche machen, mit leichten Unterschieden, vielleicht auch größeren Unterschieden, vielleicht ist die Welt auch mal ganz anders generiert. Und ich finde das echt interessant und spannend zu sehen, dass sowas passieren kann bei der Seed Generation. Niemand weiß ja so wirklich, wie die funktioniert. Wahrscheinlich weiß es nicht mal Minecraft selber, denn es scheint ein sehr komplizierter Prozess zu sein, der diese Welten herstellt und so zusammensetzt, wie sie sind. Ne? Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf den nächsten Seed-Sonntag. Ich werde uns auf jeden Fall wieder einen coolen Seed raussuchen, den ich mir dann, den ich euch dann zeigen kann. Vielleicht wieder so ein bisschen Seed, der so ein bisschen verbuggt ist. Ihr könnt ja reinschreiben, was ihr eher wollt. Bitte lieber Seeds, die sind, wow, viele Structures, halt aber nicht auf Bug-Ebene. Schöne Landschaft, oder ja eben, oder wollt ihr eher so schöne Landschaft mäßig, oder wollt ihr eher so, ja, wir wollen die Bugs sehen, oder eher so Speedrun-Seeds. Schreibt mir gerne rein, was für eine Art von Seed ihr das nächste Mal haben wollt. Außerdem, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal bitte Keks in die Kommentare. Einfach so. Die Leute werden es nicht verstehen, aber schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht gebe ich eurem Kommentar dann ein Herz. Und ja, ich würde sagen, damit war's das. Bis zum nächsten Seed-Sonntag. Ich streame ansonsten. Schaut da gerne rein. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.